Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute zeigen wir euch, wie ihr Leptothorax oder Temnothorax finden könnt. Wir suchen gerade eine Ameisenkolonie von der Art Leptothorax oder Temnothorax. Die befinden sich in so welchen Bäumen, wir nennen die immer Schaumbaum, also die haben so einen Schaum drin. Wir wissen gerade nicht ganz genau, wie die heißen, werden wir euch höchstwahrscheinlich gleich einblenden. Die befinden sich ganz oft in diesen Ästen, weil dieser Schaum da drin löst sich auf, sobald die abfallen. Dort gibt es die ganz, ganz oft drin. Wenn ihr welche haben wollt, geht einfach zu so einem Baum. Findet ihr sofort, ihr werdet garantiert welche finden. Findet man auch in Eicheln, in hohlen Walnüssen. Ja, und dann suchen wir jetzt mal. Da unten zum Beispiel, da könnte eine Kolonie drin sein. Hier seht ihr den Schaum. Genau. Hier ein kurzer Zusammenschnitt, wie wir 20 Minuten nur Äste geknackt haben. Man muss auch immer ganz viel knacken. Die können sich auch in den letzten Ecken verdrücken. Hier ist nämlich eine kleine Öffnung drin, aber nichts. Aber hier sieht man, der ist hohl. Und da war dieser Schaum drin. Kompletter Knackfail. Obwohl, da ist eine Arbeiterin. Ich hoffe, dass man sie jetzt sieht. Da ist eine Lepto- oder Temnothorax-Arbeiterin. Wir knacken den Ast jetzt mal weiter. Irgendwann später. Nachdem wir jetzt fast jeden Ast geknackt haben, suchen wir einen anderen Baum. Wir haben jetzt eine Kolonie gefunden. Leider haben wir das nicht mitgefilmt. Wir haben jetzt in so einem Gefrierbeutel drin und nehmen die jetzt mit nach Hause. Wir haben die Kolonie in einen kleinen Behälter getan. Der ist von Ikea, so eine Sammlerbox. Dort drinnen haben wir denen einen Mehlwurm gegeben. Überraschenderweise haben die den ziemlich gerne angenommen. Teilweise war sogar mal die Königin draußen und hat mitgegessen, das uns sehr verwundert hat. Aber wahrscheinlich waren die ziemlich ausgehungert. Vielleicht hatten die im Wald nicht sehr viel zu fressen gefunden. Wenn ihr jetzt noch mehr Fotos von den Temnothorax sehen wollt, schaut gerne bei uns im Instagram vorbei. Da haben wir gerade eben auch ein Foto von denen gepostet. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Stimmt mal gerne ab, wie ihr das mit dem Live-Kommentieren fandet. Wir sind uns noch ein bisschen unsicher da.